Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank und hier wurde dieser Digitalthermostat nachgerüstet. Den gibt es bei uns als Artikel, das mache ich euch auch einen Link in der Endcard. Und dieser Kühlschrank, Digitalthermostat, wurde jetzt hier eingebaut. Original ist ein mechanischer Thermostat drin. Das ist also ein gasgefülltes Kapillarrohr und dann über eine Feder und einen Drehstift wird hier die Temperatur reguliert. Ja, der Kühlschrank steht jetzt hier, weil der Kunde reklamiert, ja, er hat ja gar nicht mehr Leistung. Ja, ist so. Habe ich vielleicht falsch erklärt? Wenn ich einen Digitalthermostaten habe und ich habe dann die Sonde hier unten und nicht am Kühlelement, dann passiert Folgendes. Er läuft natürlich durch, bis er hier unten die Temperatur erreicht. Aber dass er mehr Kühlleistung hat, nein. Er läuft einfach, bis er die Temperatur hat, durch. Da habe ich den Kühlschrank gesehen und gesagt, ja, Moment, hier fehlt das Eisfach. Ja, das hätte er weggenommen, dass er mehr Kühlleistung hat. Ja, okay. Nur, hier ist das Kühlelement sehr klein und durch das, dann noch abgeschirmt, habe ich natürlich schon mal weniger Kühlleistung. Das ist ein Kühlschrank vom Tissmann, Tippenschild. Sehe ich jetzt hier nicht. Doch. Das ist ein Kühlschrank von Tissmann. Und hier sehe ich auch, das ist ein KB80. Wir sehen hier hinten die Sonde, die Kontrollsonde daneben. Und hier ist das kleine Eisfach, das halt nicht so eine große Kühloberfläche hat. Weiter haben wir hier, ihr hört vielleicht den Lüfter. Wir haben hier eine Abdeckung, ich habe die Schrauben schon mal gelöst. Hier wird die Luft angesaugt durch diesen Lüfter. Standard brauchen wir einen größeren Lüfter, damit wir mehr Luftleistung haben. Und dann hier am Kompressor vorbei und hier weg. Diese Abdeckung hier nehme ich jetzt auch noch weg. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet und gelöst. Wir sehen, hier habe ich das Blech gelöst und wir haben hier die Steuerung von Tissmann. Das ist ein Kompressor von Danfoss Seccob und Tissmann hat mir mal gesagt, ja, er schneidet die Kompressoren auf und modifiziert die, weil die von Danfoss Seccob sind ganz schlechte Kompressoren. Ich weiß nicht, was er hier aufschneidet, ich weiß nicht, was er macht, keine Ahnung. Nur, wir haben hier einen Lamellenverdampfer in der Regel, der hat viel mehr Oberfläche und eben den Lüfter. Ich mache euch in der Endcard noch ein Thema über diesen lauten Lüfter. Wenn ich den Lüfter natürlich kleiner mache, muss ich ihn schneller drehen lassen und durch das wird er lauter. Und je tiefer hier die Temperatur ist am Kühlsystem, desto besser ist der Wirkungsgrad und die Leistungszahl. Wir machen den, ich stecke den mal aus, ganz frech. Diese Steuerung hier, ich muss die Schraube reindrehen, also im Uhrzeigersinn, dann kann ich das hier, wenn ihr das macht an einem Tissmann-Kühlschrank, habt ihr schon mal keine Garantie mehr und keine Gewährleistung. Und hier habe ich diese Dampfersteuerung. Und hier habe ich zum Beispiel das Datum 15.23. Der Kunde hat mir gesagt, er hätte den Kühlschrank letztes Jahr gekauft.
Dieser Kühlschrank ist vom Jahr, die Steuerung ist vom Jahr 15. Wir schauen uns das jetzt noch anders an. Wir sehen hier, das sind die Steuerungen. Das hier ist zum Beispiel eine 200er. Das ist eine Steuerung von 96. Hier sind die 210er, 212er, 210er, 390er. Das ist die 640er. Das ist auch die 200er. Sorry, das war die alte. Und das ist die 650er. Ihr seht also, ich habe hier den ganzen Überblick an Steuerungen von dem BD35. Hier sehen wir auch die Kompressoren, das ist alles alte Technik, ist immer noch aktuell, vom Mitbewerber Chinesen, OEM-Version. Ich bin wieder zurück. Eben hier haben wir dieses Datum 1523 und hier ist die aktuellste Steuerung, die wir jetzt momentan verbauen, die ist 2112. Das heißt, die wurde gefertigt im Jahr 21 und 12. Woche, also irgendwann im März, April. Bis dann die bei uns ist, klar, geht eine Zeit. Ja, wichtig ist beim Kühlsystem, dass wir einen guten Wärmetauscher haben und innen drin einen großen Wärmetauscher. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche innen drin noch einen Lüfter. Gut, okay, der Lüfter, der fördert das Volumen, was es auch hier fördert. Ja, das ist die ganze Geheimnis von diesen Thermostaten anschließen. Und ihr seht auch hier, wo dieser Thermostat angeschlossen wurde. Hier ist auf Klemme T und hier ist noch eine Brücke, dass er immer auf Unterspannung angewiesen ist. Aber dieser Kompressor läuft hier jetzt auf 2000 Umdrehungen. Ja, das ist von diesem Kühlschrank, der zu wenig Leistung hat. Digitalthermostat habe ich eine genauere Steuerung. Ich sehe die Temperatur, aber er leistet nicht mehr. Also ich kann auch beim Auto hinten Kleber drauf machen, Turbo oder sonst was. Das bringt schlussendlich nichts. Ich mache euch hier ein Video über den Digitalthermostaten und hier eins über die lauten Ventilatoren, die auch hier bei Kissmann verbaut sind. So laut wie ein Düsenjet. Und ein Abo könnt ihr mir auch wieder mal da lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.